Es war einmal ein Esel. Er wurde von seinem Herrn davongejagt, weil er so alt geworden war und die schweren Säcke nicht mehr zur Mühle tragen konnte. Der Esel machte sich auf den Weg nach Bremen, denn er meinte, dort könnte er Stadtmusikant werden. Als er ein Weilchen gegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen. Der japste, weil er sich so müde gelaufen hatte. Sein Herr, ein Jäger, hatte ihn davongejagt, weil er so alt und schwach geworden war und nicht mehr auf die Jagd gehen konnte. Da der Hund nicht wusste, wohin er nun gehen sollte, sprach der Esel, er solle doch mit ihm kommen nach Bremen und Stadtmusikant werden. Der Hund war's zufrieden und so zogen sie beide weiter. Der Esel spielte die Laute und der Hund die Zimbel. Es dauerte nicht lang, da saß eine Katze am Wegesrand und machte ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. Der Esel und der Hund fragten, was denn geschehen sei. Die Katze erzählte, dass ihre Herrin sie ersäufen wollte, weil ihre Zähne stumpf geworden sind und sie deshalb keine Mäuse mehr jagen konnte. Geh mit uns nach Bremen, sprach der Esel und der Hund. Wir werden dort als Stadtmusikant unser Brot verdienen. Und so zogen der Esel, der Hund und die Katze weiter auf dem Weg nach Bremen. Kamen sie in die Nähe eines Hofes, wo ein Hahn aus Leibeskräften schrie. Auf die Frage, warum er denn so schrie, sagte der Hahn, ich soll morgen in den Suppentopf landen und deshalb schreie ich so lange, wie ich noch kann. Ei, du Schreihals, du hast so eine gute Stimme. Komm doch mit uns nach Bremen und werde auch ein Stadtmusikant. Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen und schloss sich der Gruppe an. So liefen und liefen die 4 Tiere, bis die Nacht über sie hereinbrach. Die Stadt Bremen konnten sie an einem Tag nicht erreichen. Sie liefen durch einen dunklen Wald und waren vom vielen Laufen schon sehr müde geworden. Gerade als sie überlegten, wo sie ihr Nachtlager aufschlagen könnten, entdeckte der Hahn in der Ferne ein Licht. Hungrig und müde wie sie waren, hofften sie auf eine Herberge und machten sich auf den Weg. Als sie beim Licht ankamen, sahen sie, dass es ein Räuberhaus war, in dem Räuber saßen und sich gut gehen ließen. Das wäre ja was für uns, sprachen die Freunde zueinander und überlegten, wie sie die Räuber aus dem Haus jagen könnten. Und sie hatten eine Idee. Der Esel stellte seine Vorderpfoten auf die Fensterbank, der Hund kletterte auf den Esel und die Katze auf den Hund. Und zu guter Letzt flog der Hahn ganz oben auf. Und dann fingen sie an, ihre Musik zu machen. Jeder spielte sein Instrument aus voller Leidenschaft. Der Esel spielt die Laute, der Hund spielte die Zimbel, die Katze die Rassel und der Hahn krähte dazu. Die Räuber fuhren bei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe und meinten nichts anderes, als ein Gespenst käme herein. Und sie flohen in den Wald.
Nun setzten sich die vier Freunde an den Tisch und ließen es sich an nichts fehlen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.